Normalerweise mache ich Videos, weil mir die Uhren gefallen, weil ich Spaß daran habe, die Uhr vorzustellen. In diesem Fall ist mir aber der Hintergrund der Uhr unendlich viel wichtiger als die Uhr selber. Ich möchte euch zum allerersten Mal bitten, euch das ganze Video anzuschauen bis zum Ende. Ich habe noch einen Nachspann in diesem Video, der mir auch sehr wichtig ist. Und wenn ihr die 15, 16, 17, 18 Minuten, wie lange es auch immer werden mag, erübrigen könnt, bitte ich euch zum allerersten Mal bis zum Ende zu schauen, weil es mir persönlich wichtig ist. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich euch eine Uhr vorstellen, und zwar handelt es sich dabei um die Automatikuhr von Deinwerk. Deinwerk ist eine gemeinnützige GmbH, eine Einrichtung, in der psychisch kranke Menschen arbeiten und dort unterschiedlichste handwerkliche Tätigkeiten ausführen. Es gibt Holzarbeiten, eine davon zeige ich euch nachher im Video, und es gibt jetzt ganz neu diese Uhr von Deinwerk. Ich habe von dieser Uhr im Internet gelesen, in unterschiedlichen Foren, und habe mir gedacht, meine Güte, die sitzen in Heinsberg. Heinsberg ist ganz nah an meiner alten Heimat. Ihr wisst, ich komme aus dem linken Niederrhein, also meine alte Heimat, ganz nah da dran. Und habe gedacht, es wäre doch schön, wenn ich die auch mal vorstellen könnte. Aber irgendwie hat es länger gedauert, bis ich den Kontakt aufgenommen habe. Jetzt habe ich ihn aufgenommen und ich habe die Uhr zum Review bekommen und war bereit, eine ganze Menge Konzessionen zu machen. Ich habe mir gedacht, ich schaue nicht ganz so genau hin. Das Projekt ist wichtiger als die Uhr, und gehe wohlwollend an die Sache ran. Und an dieser Stelle muss ich ehrlich um Entschuldigung bitten, weil das zu einem Gutteil ziemlich überhebliche Arroganz, Unwissenheit gepaart mit Vorurteilen und sonst irgendwas war. Das hat die Uhr überhaupt nicht nötig. Die Uhr ist richtig, richtig toll gemacht. Sie ist sogar so toll gemacht, dass ich, als ich sie bekommen habe, so überzeugt davon war, dass ich direkt angerufen habe und gesagt, die möchte ich behalten, die möchte ich bezahlen, die möchte ich nicht zurückschicken, obwohl ich von den reinen Fotos her gedacht hatte, das ist nicht mein Stil. Aber die Uhr ist wirklich richtig klasse. Und das Schönste an der Uhr ist, sie ist komplett aus Deutschland. Das Werk ist das einzige, was nicht aus Deutschland kommt. Es ist ein STP-Werk aus der Schweiz, aber auch nicht ein ganz normales. Ich zeige euch das selbstverständlich nachher noch etwas mehr, beziehungsweise viel mehr im Detail. Es ist ein veredeltes Werk mit Genfer Streifen und Perlage, soweit ich das nach den wenigen Tagen, die ich die Uhr habe, sehr genau eingeregelt. Das Ziffernblatt, und jetzt muss ich ein bisschen ablesen, ich hoffe, ihr seht mir das nach, beziehungsweise ich blende euch einfach auch hier den Text von der Webseite von Deinwerk ein. Das Herz ist, wie gesagt, das STP-Werk aus der Schweiz. Das Ziffernblatt kommt von Schätzle und Sie aus Süddeutschland. Die Zeiger kommen von Beko Technik GmbH und Ernst Westphal. Das Gehäuse wird von Ulrich Kriescher, von dem Uhrmachermeister Ulrich Kriescher aus Würselen geliefert, der auch bei der Montage der Uhr Pate stand und hier angelernt hat, beziehungsweise auch im gewissen Rahmen ausgebildet hat. Alles das finde ich extrem bemerkenswert, und das Ganze zu einem Preis von 489 Euro. Die Uhr ist limitiert auf 45 Stück. In gewisser Weise hoffe ich, dass sie ausverkauft ist, wenn ich dieses Video ausstrahle. Und sollte das nicht der Fall sein, hoffe ich, dass sie innerhalb von wenigen Tagen nach diesem Video ausverkauft ist und ihr kräftig zuschlagt, so wie ich das getan habe. Jetzt aber genug geredet. Ich möchte euch die Uhr mit allen Details gerne auch im Bild mit Nahaufnahmen zeigen. Die Deinwerk
Automatik wird, wie erwähnt, zu großen Teilen in Deutschland gefertigt, mit Ausnahme des STP-Werkes, was ich euch hier gerne noch mal etwas genauer zeigen möchte. Es ist wirklich schön gemacht. Die Brücken sind perliert, der Rotor mit Genfer Streifenschliff versehen. Auf der Rückseite haben wir ein Saphirglas verbaut, was auch nicht üblich ist. Oft wird auf der Rückseite das günstigere Mineralglas verbaut. Hier haben wir ein Saphirglas auf der Rückseite sowie ein Saphirglas auf der Frontseite. Die Uhr zeige ich euch selbstverständlich gleich noch einmal wesentlich näher im Detail. Vorher möchte ich aber auf etwas anderes eingehen, nämlich auf die Box. Oft schenke ich der Box unglaublich wenig Beachtung. In diesem Falle möchte ich das ändern, denn diese Box wird ebenfalls in Handarbeit bei Dein Werk hergestellt, sodass diese Box exklusiv für die Uhr vor Ort in der Werkstatt gefertigt wurde. Die Box kommt, wie ihr sehen könnt, zweiteilig. Hier haben wir kleine, relativ schwache Magnete, die den Deckel der Box trotzdem gut und sicher halten. Ja, wenn ich es etwas stärker mache, dann fällt das ab. Man sollte also nicht am Deckel die Box hochheben. Das ist aber, denke ich, vollkommen in Ordnung so, damit die Uhr nicht magnetisiert wird. Die Uhr selber kommt auf einem passenden, schönen Leinenkissen. Und hier haben wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Holzspäne sind oder ob das grobe Pappe ist. Einige hatten in Foren Bedenken geäußert, dass eventuell diese Späne Kratzer an der Uhr verursachen können. Ich zeige euch meine Uhr gleich im Makro, damit ihr wirklich sehen könnt, dass diese Späne der Uhr, zumindest meiner Uhr, nicht sehr viel ausgemacht haben. Dann packe ich die Box jetzt mal etwas zur Seite, um vernünftig weitermachen zu können. Das Booklet zu der Uhr ist in einer Geldklammer im Deckel angebracht. Das finde ich ganz witzig, habe ich in der Art auch noch nicht gesehen. Und in der Uhr beschreibt dann Dominik Göbel, wie er die Uhr im Juni 2022 in der Deinwerk-Werkstätten zusammengebaut hat. Es gibt noch einige Bilder davon, wie er es macht. Schön finde ich, dass es wirklich immer die gleiche Person ist. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es tatsächlich so ist, dass es genau diese Person war, aber der Eindruck wird vermittelt, finde ich richtig klasse. Es gibt noch mal weitere Details zu der Uhr, einige technische Daten, die werde ich aber noch mal nachmessen, weil die Höhe von 4,6 mm, die hier angegeben ist, bezieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Werk, nicht auf die Uhr. Insofern werde ich die Uhr einfach im Video noch einmal durchvermessen. Schön gemacht, gefällt mir. Die Uhr selber, dafür zoomen wir ein kleines bisschen rein, ist wirklich von den Maßen her sehr schön und wirklich gut tragbar, wie ich finde. Die Uhr hat einen Durchmesser, gucken wir mal, Innenseite der Hörner, überkreuzt, dann sollten wir das doch ziemlich genau haben. Von, ich habe hier gemessen, 39,8, Messfehler inbegriffen, 40 mm, ziemlich genau das, was auch angegeben ist. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 11,5 mm, also auch nicht so hoch. Sie hat eine Bandanstoßbreite von 22 mm und sie hat eine Horn-zu-Horn-Länge. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das ist immer wichtig, wie groß, wie stark sie auf dem Arm liegt. Na, kriegen wir das hin. Von
45,6 mm. Ich messe das nochmal nach, weil das relativ wenig ist, finde ich. So, den Schieber auf das Band. Jetzt sind wir bei 46 mm, also um diesen Dreh rum, wird es liegen, tatsächlich nicht sehr groß und sehr viel. Das macht sich auch bemerkbar, am Arm wirkt die Uhr in der Tat nicht besonders groß und ist für Herren ebenso wie für Damen, denke ich, hervorragend tragbar. Ich gehe noch mal ein kleines bisschen raus, um euch die Uhr bei mir am Arm zu zeigen. Das Band ist übrigens kein Lederband, das zeige ich euch gleich aber auch nochmal, sondern ein veganes Band und ich finde, an meinem 17,5 cm Handgelenk sieht die Uhr wirklich klasse aus. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Das Band, wie gesagt, ist kein Lederband, sondern ein veganes Band. Es ist etwas steif. Ich weiß noch nicht, wie sich das über die Zeit anpasst. Ich mache bei meinen Bändern grundsätzlich immer ein kleines bisschen Bewegung in das Band rein, dass es nicht ganz so steif ist. Das hat hier auch ganz gut funktioniert. Es verhält sich vom Gefühl her ein kleines bisschen anders als Leder, aber nicht unangenehm. Erweckt aber auch nicht den Eindruck eines hochwertigen Lederbandes. Kann es ja auch nicht, weil es kein Lederband ist. Was mir an der Uhr sehr gut gefällt, das ist das Ziffernblatt, weil es in mehreren Hinblicken außergewöhnlich ist. Ich finde die grünen Minutenangaben 60, 05, 10, 15 sehr schön. Sie passen sich wunderschön in die Minuterie ein, ohne aufdringlich zu sein. Geben wir trotzdem nochmal einen kleinen Farbakzent. Die anderen Farbakzente auf dem Blatt sind der rote Sekundenzeiger sowie der rote Automatikschriftzug unter Dein Werk. Passt sehr gut. Etwas irritierend fand ich, und das gebe ich ganz ehrlich zu, am Anfang, dass bei den 10 Minuten Indizes 4 Uhr, 6 Uhr, 8 Uhr keine Striche vorhanden sind, sondern lediglich die Zahlen 10, 20, 30 für die Minuten sowie 02, 04, 06, 08, 10 und 12 für die Stunden. Aber es gibt keinen Strich, um beim Setzen der Zeit ganz genau die Zeit zu treffen. Ich habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, und das zeige ich euch jetzt auch gern nochmal, dafür muss ich wieder ein bisschen reinzoomen. Ich hoffe, euch wird bei der ganzen Kamerafahrerei nicht schlecht, dass sich das trotzdem sehr genau einstellen lässt. Und ich gucke jetzt mal nicht auf die Sekunde, sondern mache lediglich den Minutenzeiger, indem man einfach jeweils an den Rand der großen Ziffer geht. Hier ist es die 10. Und hier oben ist es die 2 und dann kann ich das trotzdem sehr genau ausrichten, auch ohne einen entsprechenden Strich. Das habe ich aber erst im Laufe der Zeit herausfinden müssen. Anfangs fand ich das etwas irritierend, dass hier keine Striche vorhanden waren, um den Minutenzeiger entsprechend genau ausrichten zu können. Apropos Ausrichtung, wir schauen nochmal, wie die Zeiger gesetzt sind. Das ist ja immer ein Thema und seitdem ich mein Uhrenseminar gemacht habe, weiß ich, dass Zeigersetzen ganz schön nervenaufreibend sein kann. Also schauen wir auch mal, wie das hier ist. Einen Nightshot werde ich euch nicht zeigen, weil die Uhr hat keine Leuchtmasse. Stellt euch einfach ein Stück schwarze Pappe vor und das ist dann der Nightshot. Und ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Wasserdichtigkeit. Bei der Uhr ist keine Wasserdichtigkeit angegeben. Ich habe den Sekundenzeiger oben etwas verpasst. Na, machen wir es trotzdem. Ist keine Wasserdichtigkeit angegeben. Das liegt nicht daran, dass die Uhr
überhaupt keine Wasserdichtigkeit hat, sondern schlicht und ergreifend daran, dass die Deinwerk-Werkstatt keine Möglichkeit hat, den Druck zu prüfen und folglich auch keine Aussage darüber tätigen kann. Ich habe nicht danach gefragt. Ich gehe aber davon aus, da es sich hierbei um ein Gehäuse von Kriecher, Ulrich Kriecher in Würselen handelt, einem Uhrmachermeister, dass diese Uhr mindestens 5 Bar Wasserdichtigkeit hat. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich auch kein Prüfgerät habe. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, an dem Punkt ist es mir bei dieser Uhr egal. Mit der will, werde und möchte ich so oder so nicht schwimmen gehen. Die Krone ist wunderbar griffig. Ich finde es sehr schön, dass sie ein kleines bisschen raussteht, was es mir sehr stark erleichtert, die Krone zu greifen. Von der Draufsicht fällt es überhaupt nicht auf, stört nicht. Und von der Rückseite kann man gut sehen, dass die Krone sehr leicht greifbar ist. Das Saphir, das auf der Rückseite ist, in einen polierten, nicht beschrifteten, nicht gravierten Ring eingefasst. Sehr schön, sehr schlicht. Und der Rotor des Automatikwerkes ist noch einmal mit Dein Werk signiert. Ich hatte ja gesagt, wir schauen uns die Uhr mal an, was die Kratzer betrifft. Weil einige in Foren schrieben und auch in Kommentaren habe ich das gelesen, dass die Holzspäne doch die Uhr verkratzen würden. Also ich für meinen Teil sehe hier absolut nichts, was mich in irgendeiner Weise negativ überraschen würde oder wo ich sagen würde, kann man so nicht machen, kann man so nicht ausliefern. Für mich ist das alles im absolut tiefgrünen Bereich. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ihr über die Uhr denkt. Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare rein. Ich bin super neugierig, denn das ist, wie gesagt, für mich eine Herzensangelegenheit. Und ich bin unglaublich froh, diese Uhr zu haben. Eine von 45 Stück. Ich bin froh, dass ich sie euch zeigen konnte. Das war die Deinwerk Automatik. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mir ist das eine Herzensangelegenheit gewesen. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch auch sagen, warum. In meiner Familie habe ich selber mit psychischen Erkrankungen zu tun, und zwar mehrfach an unterschiedlichen Baustellen. Deshalb weiß ich, wie belastend das für die Betroffenen ist, aber auch für die Familienangehörige, Freunde. Insofern war es mir eine unglaubliche Herzensangelegenheit, diese Uhr vorstellen zu können. Und ich bin umso begeisterter, weil ich jetzt sehe, dass die Uhr kein Kompromiss ist und auch keine Kompromisse benötigt, keine Zugeständnisse benötigt, sondern einfach eine wirklich gute Uhr zu einem fantastischen Preis ist. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass bei Behindertenwerkstätten kein Takt vorgegeben wird. Es müssen so und so viel Produktionseinheiten in einer vorgegebenen Zeit erledigt werden. Zumindest ist das üblicherweise nicht der Fall. Und bei der Uhr hier ist es sogar so, dass die Betroffenen die für sie bestmögliche Uhr in der von ihnen benötigten Zeit zusammenbauen. Das können 2 oder 3 am Tag sein, das kann aber auch nur eine sein. Das hängt von der Person ab, das hängt von der Tagesform ab. Ich komme auf mein eigenes Vorurteil zurück, dass ich bereit war, Konzessionen zu machen, die ich jetzt im Rückblick weiß, waren nicht nötig. Und das war mir unglaublich wichtig zu sagen, damit jeder, der die Uhr kauft, auch weiß, unter welchen Rahmenbedingungen. Die Uhr wird nicht vorrangig angeboten, um Profit zu machen, was eine gemeinnützige GmbH, eine gemeinnützige soziale Einrichtung sowieso nur in sehr engen Grenzen, wenn überhaupt, darf. Insofern ist diese Uhr nur unter dem Preisaspekt komplett anders zu bewerten als eine kommerziell angebotene Uhr von einem profit- und gewinnorientierten Unternehmen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.